herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Hertha BSC. Sie haben die Möglichkeit, auch nächste internationale Bildschirme in der Arena zuschauen. Hier oben begrüße ich Gästetrainer Paul Dardai und unseren Chefcoach Julian Nagelsmann. Herr Dardai, ich würde Sie bitten, mit Ihrem Statement zu beginnen. Erstmal Glückwunsch an die Gegner. Wenn man zwei Standardtore kassiert, dann hat man und die beste Glückwunsch für die Leistung. Ich glaube, das waren zwei gut organisierte Gegner. Die erste Halbzeit war alles so, wie wir das geplant haben. Ich glaube, wir haben fast die Halbzeit alles unter Kontrolle gehabt haben. Dann gehen wir zum Führung und da war einige Situationen, wo man auch zum 2-0 machen könnte. Aber dann kommt die Standardtor 1-1 und das ist schon bitter, weil das kann man verteidigen. Und zweite Halbzeit, wir beide Mannschaft für die Sieg gespielt, denke ich. Und wenn die großen Räume da lassen, dann wissen wir, dass hier in Hoffenheim viele schnelle Spieler gibt. Und dann haben wir genug Probleme gehabt haben. Und von Spielverlauf trotzdem, vielleicht ein Unentschieden war drin. Aber wenn man zwei Standardtor kassiert, dann hat man nichts verdient. Und das ist für uns ist ein riesen Wachruf, weil Mittwoch spielen wir gegen Dortmund zu Hause, volles Stadion. Dort muss man auch aufpassen, wenn man Standardtor kassiert, dann kann man gleich reingehen, dann muss man nicht weiterspielen, weil dieser Vorteil können wir nicht geben. Und sage ich nochmal, zum Schluss sogar verdient er sich für Hoffenheim. Vielen Dank. Dann Julian Nagelsmann bitte mit dem Fazit. Ja, zuallererst mal vielen Dank auch für die Glückwünsche. Wir sind die ersten 10 Minuten nicht gut ins Spiel gekommen. Da war Berlin klar besser als wir. Haben gleich zu Beginn, glaube ich, 2. Minute eine Riesenchance gehabt, den der Olli herausragend pariert. Dann war es die Zeit bis zur Pause relativ ausgeglichen mit, glaube ich, einer Chance mehr für Hertha. Wir können auch ein Tor machen durch Marc Uth. Aber Hertha stand da sehr, sehr gut organisiert, gut kompakt in der eigenen Hälfte verteidigt und immer ausreichend Personal für etwaige Konter, die wir unterbinden wollten. Dann als zweiten Halbzeit war ich sehr, sehr zufrieden. Wir haben uns einen Chancenplus erspielt in der zweiten Halbzeit, hatten da den Gegner besser im Griff als in der ersten. Da hatten wir auch fußballerisch Phasen drin, die wir die letzten Wochen nicht so viel drin hatten, wo es ganz ansehnlich war. Und hatten dann noch 3, 4 Halbchancen und 2 große. Und am Ende des Tages, siehe da, können wir auch mal ein Standardtor machen, sogar 2, worüber wir sehr glücklich sind und freuen uns über den Sieg. Und aus Trainersicht war ich nochmal mit der fußballerischen Leistung sehr, sehr zufrieden. Aus Trainersicht sicherlich eines unserer besten Spiele. Vielen Dank, Julian. Dann Ihre Fragen bitte und warten Sie auf das Mikrofon. Fangen wir an bei Herrn Zorn. Ja, dann knüpfe ich gleich mal an die Standardsituation an. Waren Sie überrascht, dass diese beiden Standards zu Toren geführt haben oder haben Sie das schwerpunktmäßig trainiert letzte Woche? Nee, wir haben das nicht schwerpunktmäßig trainiert. Das zählt immer zum Trainingsalltag, dass die Spieler, die für Standards in Frage kommen, diese trainieren. Aber wir haben es nicht schwerpunktmäßig gemacht. Wir hatten ein paar andere Baustellen, die wir bearbeitet haben. Gibt es immer 2 Komponenten bei Standards. Das eine ist, wie die Spieler im Zentrum einlaufen und die zweite Komponente ist, wie der Ball kommt und die Qualität der geschlagenen Ecken und Freistoßflanken heute war sehr gut. Und dann ist es für einlaufende Spieler, die Kopfballstark sind, auch leichter, diese Toren zu verwerten. Und das ist uns heute Gott sei Dank geglückt. Gehen wir hin die zweite Reihe zur Rhein-Neckar-Zeitung. Zweite. Herr Nagelsmann, die Auswechslung von Fabian Scheer, was hat er eigentlich? Und würden Sie sagen, dass diese Umstellung, die Sie ja vornehmen mussten, dass sie eher für die Kompaktheit Ihrer Mannschaft förderlich war? Frage 2 zuerst. Nee, würde ich nicht sagen. Wir waren auch in der ersten Halbzeit im 3-5-2 sehr kompakt. Hatten eigentlich, glaube ich, keinen großartigen flachen Ball von Hertha über die Mittellinie, der gefährlich war. Es waren dann einfach viele lange Bälle, was ganz normal ist, wenn man einigermaßen gut zustellt. Ähnlich geht es uns auch. Dann muss man oft zum Mittel des langen Balls, den Mittel des langen Balls wählen. Und das haben wir heute gut hinbekommen, dass Hertha da viel überschlagen musste. Fabi Scheer, der hat eine leichte Oberschenkelblessur, ich glaube, einen Schlag bekommen, eine leichte Verhärtung. Ich habe jetzt noch mit dem Doc noch nicht gesprochen, aber ich denke, nichts Wildes, war eher eine Vorsichtsmaßnahme. Und dann nach der Umstellung war es ähnlich kompakt wie auch im 3-5-2, war ich zufrieden in beiden Grundordnungen. Gehen wir hier vorne in der ersten Reihe zu Herrn Bauer und dann zur dpa oder Region. Herr Nagelsmann, wie wichtig war für Sie jetzt der Sieg, nachdem die Mitkonkurrenten jetzt alle heute gewonnen haben? Ja, ähnlich wie alle Siege, die wir bis jetzt feiern durften, sehr wichtig. Es bleibt unten schön kuschelig in der Region, in der wir uns befinden.
Das ist kuschelig, ist grundsätzlich nicht so schlecht im Leben, vor dem Kamin, in der Tabelle eher ungünstig, aber damit müssen wir klarkommen, in den nächsten Wochen auch so die Spiele angehen, dass wir die Gier haben, wie heute auch in der zweiten Halbzeit das Spiel zu gewinnen. Machen wir hier vorne weiter, bei dpa. Hat sie erledigt? Okay, dann gehen wir hinten in die... War es zu kuschelig? Frage zu kuschelig, ne? Eine Frage an Herrn Dardai. Sie haben es schon angesprochen, Mittwoch das Spiel gegen den BVB. Können Sie noch mal aus Ihrer Sicht sagen, was für eine Bedeutung das für Sie, für die Mannschaft, für die ganze Stadt hat und welche Faktoren da entscheidend sein werden? Ja, also ich glaube, die ganze Stadt wartet auf das Spiel. Das Stadion wird voll sein. Das ist immer ein besonderes Moment für uns, weil das weiß jeder. Wir haben Durchschnitt 50.000, 55.000 Zuschauer, aber wenn das Stadion ist voll, dann ist es gigantisch. Und ich glaube, wird viele Fans da sein und für unser ganzes Image, wenn wir dort einen schönen Tag haben und wenn wir gewinnen nach 120 Minuten 0-0 mit Elfmeterschießen, dann unsere Fans können sie auch zum Finale kommen. Und das war unser Traum. Die Ziele haben wir dort auch schon geschafft, aber einmal für die Traum lohnt sich richtig zu kämpfen. Und von heute, von diesem Tag können wir mitnehmen, dass die erste Halbzeit, die Jungs haben sie gut gearbeitet. Die Mittelfeldpressing war okay. Zweite Halbzeit, weil wir wollten wir gewinnen, haben wir Räume dagelassen und das kann nicht der Fall sein gegen Dortmund. Und für uns natürlich zählt ein volles Risiko reingehen zum Spiel und zu gewinnen, weil es ist ein Spiel und für ein Spiel ist alles möglich. Gibt es weitere Fragen? Herr Fürst in der ersten Reihe. Herr Nagelsmann, als die Mannschaft mit den Fans gefeiert hat, standen Sie in der Coachingzone und haben entspannt zugeschaut. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Wären Sie am liebsten mit auf den Zaun gestiegen? Nee. Ich habe mich als Kind oft beim Klettern verletzt, habe ich schlechte Erfahrungen. Wenn wir sicher in der Liga bleiben, dann kann es sein, dass ich mal so einen Ausflug wage auf den Zaun oder zumindest an den Rand des Zauns. Ich hatte Durst nach dem Spiel, habe mir ein stilles Wasser genommen und habe mich gefreut, dass die Mannschaft glücklich ist und mit den Fans, die heute eine herausragende Stimmung gemacht haben, gefeiert hat. Gut. Weitere Fragen? Keine mehr? Ich sehe keine. Okay, dann bedanken wir uns bei Ihnen, wünschen Ihnen einen guten Nachhauseweg und wir sehen uns hier wieder am 30.04. gegen Ingolstadt. Danke.